So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 6 Uhr, ja, selten so früh unterwegs. Heute Wetter zwar nicht so geil, aber es geht zum Hockenheimring. Ich nehme euch mit auf den ersten Track Day mit E, E-Track Day. Viel Spaß. Ich hoffe, man sieht mich. Ich habe ein bisschen Beleuchtung reingemacht. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, kurz vor 6 Uhr. Es geht bei nicht ganz so schönem Wetter, man sieht es jetzt nicht so, zum Hockenheimring. Jetzt auf dem noch 30 Kilometer vom Hockenheimring entfernt. Ich werde ein bisschen schnell laden am EnBW Hypercharger dort an der Raststätte. Also ein bisschen hier Power in Akku reinbekommen, bevor es losgeht. Ja, ich hoffe, man hört mich, ihr seht. Ein bisschen wahrscheinlich. Der Bügel ist schon verbaut. Ich glaube, da müsste es schon ein Video geben. Wenn nicht, dann ist das das erste Video mit dem Bügel, ja. Offiziell eingetragen in Deutschland. Ich glaube, wir haben den ersten Clubsportbügel jetzt gemacht, fest verschraubt. Wiegt ungefähr 20 Kilo. Wenn die Rücksitzbank und Rückenlehne draußen ist, wiegt es ungefähr das gleiche. Also man kann sagen, 1:1 wird umgetauscht. Dann sind weggebaut hinten die ganzen, wie sagt man dazu? Also auf jeden Fall ist weggebaut an den hinteren Türen die Türverkleidungen, ja, links und rechts. Dann ist die ganze Verkleidung hinten weggebaut, bis auf diese Matte unten, diese für diese Wanne. Weil ich da immer Kruhstein schmeiße, dann ist nicht so laut. Und das zusammen hat nochmal 14,5 Kilo gespart, also relativ viel. Die Felgen haben gespart im Gegensatz zu den 20 Zoll Concavo Rädern, die wir fahren, pro Rad 4 Kilo. Ja. Man muss sagen, wenn man einen anderen Reifen nimmt, spart man wahrscheinlich nochmal ein Kilo, weil die Felge an sich wog 7,9 Kilo und der Reifen wog 10 oder 10,2 Kilo, irgendwie sowas. Also der Reifen ist schwerer als die Felge. Das Fahrwerk, glaube ich, wog mehr oder weniger. Das muss ich da mal später reinschreiben. Und das ist so das, was an Gewichtsersparnis bis jetzt passiert ist. Ich hoffe, beziehungsweise ich denke, es wird noch eine Leichtbaubatterie folgen. Dazu wird es dann aber ein separates Video geben, was das nochmal einspart. Ah, hier. Also zum Glück hat der LKW ein bisschen weiter vorne geparkt. War so nachsichtig, nur zumindest ein bisschen schnell laden können. Und dann stecke ich jetzt gleich an, lad, und dann gucke ich nämlich da vorne, ob es da so eine Abkürzung gibt, um hier nicht die Autobahn nutzen zu müssen. Schauen wir mal. Ich bin bereit, Auto ist bereit. Und wenn das jetzt auch noch ein abgekürzter Weg ist, um zum Hockenheimring zu kommen, dann passt es soweit. So, Auto lädt jetzt. Also ich denke, das ist legal. Ja. So, wir sind jetzt fast vollzählig auf dem Track. Auf dem Hockenheimring angekommen. Hier sieht man die sieben Autos in Reihe, alles Model 3, unterschiedliche Farben. Variante von Long Range bis zum Pacific.
schauen wir mal, was geht.